Mitmenschen und zu meinem kleinen Kamikätzchen. Ich will nur kurz zu meinem Kätzchen sein. Kleines Kätzchen, kleines Kätzchen, kleines Kätzchen, kleines Kätzchen. Na, hast du mich vermisst, als ich in der Karibik war? Sehr, oder? Ja. Bist du ein bisschen dick geworden über die Feiertage? Ich bin dick geworden über die Feiertage. Ich bin viel dicker geworden als du. Du machst jetzt auch Sit-Ups, habe ich gehört, oder? Wie war's denn bei Hans Meiser? Lief was mit dem? Gehört, der wäre immer so geil. Ja. Immer an die Karriere denken. So. Und, ach, ich habe ja meinen Zuschauern versprochen, dass ich das Kamikätzchen jetzt aufs Allerübelste beleidige. Naja, vielleicht gleich. Ach ja. Christoph Taub, willkommen zurück in Deutschland. Jetzt endlich auch von uns ein herzliches Hallo und Willkommen. Und jetzt wollte ich irgendwas machen. Genau. Das Fell, auf dem das Kamikätzchen liegt, das Fell, das von Hunderten von geilen Kätzchen durchgenässt und durchgeschwitzt wurde. Auf das Fell, auf das so mancher jungfräuliche Geilheitstropfen eines Kätzchens, das mir die ganze Sendung über auf meinen geilen Knackarsch schielen konnte, vergossen wurde. Dieses Fell also wurde zugunsten des Frauenhauses Lübeck, nein, zugunsten eines guten Zweckes. Ich glaube, der gute Zweck war krebskranke Kinder. Ja? Ein komischer Satz irgendwie, ne? Guter Zweck, gleich Krebs. Ja, also zugunsten armer Kinder, die unter einer schlimmen Krankheit leiden, versteigert und hat, glaube ich, am meisten auch erzielt. Ich weiß gar nicht, wie viel, aber das war bei einem großen Online-Dienst. Ich darf den Namen ja gar nicht nennen, aber Boris Becker macht dafür Werbung. 5 E-Mail-Adressen für den Fall, dass sie draußen sind. Ja, was macht er jetzt mit seinen ganzen E-Mail-Adressen? Da kann ich eigentlich mal den Boris anrufen und fragen, ob ich eine abhaben kann. Ne? Die braucht er jetzt ja gar nicht mehr alle. Eventuell braucht er sie aber doch. Ich meine, Babs? Dann diese komische Schlampe aus England? Ermakova. Ermakova, genau. Sabrina Sedlow hat bestimmt auch noch keine E-Mail-Adresse. Ja? Der geizige, wie heißt nochmal der fettsackige Moses Pelham? Die beiden Kinder, 3 Kinder, 6, er noch, 7, sind 7 weg. Die sind jetzt alle weg. Er erzählt immer, er darf noch 3-mal. Ja? Die 3-mal hat er schon. Boris Becker, der alte Rammelbock. Ja, kommen wir mal zurück. AOL hat also auch für einen guten Zweck was verlost. Und da wurde also auch dieses Fell verlost. Und das muss ich jetzt signieren. Und dann wird es dem Gewinner zugeschickt. Und mein Kamikätzchen liegt fortan einfach auf dem nackten Boden. Ja? Ich signiere das jetzt mal. Hier. Ich wollte ja früher auch einmal Arzt werden. Ne? Hier soll ich das machen? Hier soll ich die Flecken. Seht ihr die Flecken? Die Geilheitsflecken? Sieht man das hier? Ganz deutliche Einnässränder. Ja? Weil ich mir so tolle Witze mache, pinkeln die sich nämlich immer vor Lachen ins Fell. Und ja, jetzt kommen wir in das Bordeschrift. Okay, einmal Methadon. So ein anständiges Chefarztrezept, ne? Und jetzt musst du hier auch, ne, dein Kreuz hinmachen. Hm? Ja. Du gutes Kätzlein. Oder vielleicht so einen Lippenabdruck. Hier ist sauber noch, hier ist noch sauber. Komm, na klar, komm, jetzt stell dich mal nicht so an. Das ist doch für die krebskranken Kinder. Kannst du vielleicht mal für die krebskranken Kinder, vielleicht kriegst du auch irgendwann mal krebskranke Kinder, das weiß man ja nie. Kannst du doch mal bitte so einen Lippenabdruck? So, ja. Ja. Oh, vom Kätzlein. Da freut sich der Gewinner. Jetzt sehen wir es gar nicht im Bild. Vielleicht ein bisschen ranzoomen. Das ist unsere Kurzsicht. Ja, herrlich, oder? Toll, schön. Ich merke schon, ja. Da freut sich jemand und das Geld einem guten Zweck. Ja, wir bei Kamikaze denken uns einfach, helfen, wo wir können. Wenn uns jemand fragt, oder? Kätzelein, dann helfen wir doch gerne, hm? Oder? Wenn jemand aus dem Männerklo rausgestolpert kommt und sagt, boah, ich habe heute so einen Druck, dann sag ich, den lässt du nur nicht einfach so gehen, oder? Natürlich lässt du ihn gehen, du bist ja nicht promisk, oder? Oder bist du promisk? Promisk bei Promille? Naja, wie auch immer. Und damit mein Kätzchen, ja, jetzt dann nicht so, wenn es dann demnächst so ohne Felder auf dem nackten Boden liegt, in Zukunft ja auch übrigens nackt,
dann können Sie sich eventuell langweilen. Das darf nicht sein. Nein, das darf nicht sein. Dafür haben wir nämlich etwas eingesandt bekommen. Hm, 5 Minuten. Hier zeigt mir 5 Minuten. Ich hab schon wieder zu lange geredet. 5 Minuten. Auf jeden Fall gibt's ja noch unsere Aktion, bei der man einen MP3-Player gewinnen kann. Und da hat uns jemand etwas geschickt. Und was das genau ist, das fragt ihr euch jetzt. Ich weiß es, ihr nicht. Und das ist übrigens bei ganz vielen Dingen verhält sich das so. Ja? Aber bei dieser einen Sache, welches nach dem nächsten Video, Werbebreak, wichtige Durchsage, Unterbrechung, auflösen. Bleiben Sie also dran, es lohnt sich nicht.